Heute im Hessenschau-Studio Christine Gesang und Roland Borros. Seien Sie herzlich gegrüßt. Einen schönen guten Abend. Und hier kommen Sie, unsere Top-Themen. Haben wir genug Personal bei Intensivbetten? Beherbergungsverbot soll abgeschafft werden. Und so will man lästige Vögel vertreiben. Es ist nicht schön, was im Moment passiert. Wir erreichen wieder einen Rekordwert bei den Neuinfektionen. Seit gestern sind 671 Infizierte beim Robert-Koch-Institut gemeldet worden. Offenbach ist in Hessen der Corona-Hotspot. Ja, und auch sonst verheißen die aktuellen Zahlen nichts Gutes. In den letzten 7 Tagen waren es insgesamt 2.940 Menschen, die offiziell als Corona-Infizierte gemeldet wurden. Das sind 1.198 mehr als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 4.300 Menschen mit Corona infiziert sind. Insgesamt sind in Hessen 571 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Ja, ist unser aller Aufgabe, das explosionsartige Ausbreiten des Virus jetzt zu stoppen. Haben wir genügend Intensivbetten für die ganz schweren Corona-Fälle? Das ist die große Frage. Da besteht kein Anlass zur Panik, sagen Experten. Haben wir genügend Personal? Nein, die Personaldecke ist dünn im Pflegebereich. Die Menschen, die dort arbeiten, sind bereit, ans Limit zu gehen. Ja, und das schon seit Monaten. Jetzt spitzt sich die Situation zu. Die zweite Corona-Welle wird von Tag zu Tag größer und mit ihr wächst die Angst. Die Angst, dass die Krankenhäuser nicht genügend Intensivpatienten versorgen könnten. Nicht verwunderlich, denn aktuell sind in Hessen 75% der Intensivbetten belegt. Aber mit einer Infektionslage wie im Frühjahr würden die Krankenhäuser fertig, sagt Professor Jürgen Graf, ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt. Das heißt, wenn es uns gelingt, das Infektionsgeschehen in etwa in diesem Rahmen zu halten, dann werden wir auch wieder sehr gut in der Lage sein, die Menschen zu versorgen. Im Gegensatz zur Corona-Welle im Frühjahr sind die Krankenhäuser jetzt offenbar gut mit Schutzkleidung und Medikamenten ausgestattet. Auch bei den Intensivbetten wurde nachgelegt. Insgesamt 2.295 Betten stehen aktuell zur Verfügung. Dazu wurde eine Notfallreserve von rund 1.000 Intensivbetten aufgebaut. Zu Beginn der Pandemie war diese gar nicht vorhanden. Das Land Hessen hat zu Beginn der Pandemie ja auch eigene neue Beatmungskapazitäten geschaffen, dafür viel Geld zur Verfügung gestellt. Und die Kliniken sind sehr bestrebt, dass sie diese Betten im Bedarfsfall dann auch bepflegbar machen. Eine große Frage aber gibt es. Ist genügend Pflegepersonal für die Intensivbetten verfügbar? Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege und Funktionsdienste sagt nein. Denn die Zahlen zeigen einen gefährlichen Trend. 2011 konnten gut 32% der Krankenhäuser offene Stellen in der Intensivpflege nicht besetzen. 2019 waren es schon rund 76%. Am Frankfurter Universitätsklinikum wird deshalb umgeschichtet. Da das Personal auch heute an anderen Orten im Bereich der Kliniken einer Tätigkeit nachgeht, heißt das, dass sie dann diese Tätigkeit einschränken oder aufgeben müssen. Und das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, dass es dann auch gegebenenfalls wieder notwendig wird, planbare Leistungen einzuschränken. Weil das ist der Bereich, wo die Mitarbeitenden herkommen. In 9 von 133 hessischen Akutkliniken sind die Intensivstationen Stand heute bereits komplett ausgelastet. Damit Patienten dennoch versorgt werden können, setzen die Kliniken auf eine eigens dafür geschaffene Versorgungsstruktur. Eine hessenweite Zuordnung von möglicherweise benötigten Bettenkapazitäten. Das heißt, auch jeder Einzelne, wenn er an eine Grenze gerät, hat ein System, wo er Partnereinrichtungen hat, wohin Patienten abverlegt werden könnten, sodass hoffentlich keiner an seine eigene Belastungsgrenze gerät. Die Versorgung scheint gesichert, aber das Pflegepersonal könnte wieder an die Belastungsgrenze kommen. Tja, und wie das ist, zu arbeiten auf der Intensivstation im Moment, das klären wir jetzt mit Georg Schulz, als Landesfachbereichsleiter von Verdi. Schön, dass Sie bei uns sind. Guten Abend. Sie sind nicht nur Landesfachbereichsleiter Ihrer Gewerkschaft, sondern Sie haben selbst 10 Jahre als Pfleger auf einer Intensivstation gearbeitet, kennen also, wie es dort aussieht, wie es dort ist zu arbeiten. Stimmt es, dass wir uns im Moment erstmal, was die Intensivbetten, was die Situation anbelangt, keine Sorgen machen müssen? Ja, im Moment haben wir freie Betten. Wir haben auch genügend Personal oder sind immer mal wieder auch Kollegen an Corona erkrankt selber. Aber das hält sich alles noch in Grenzen.
Also, und wir haben auch Zugang zu Testkapazitäten und wir haben Schutzausrüstung. Also so, das, glaube ich, sind bessere Voraussetzungen, als wir noch im Frühjahr hatten. Was ist dann das große Problem aus Ihrer Sicht? Wir hatten ja jetzt einen Sommer dazwischen, der relativ entspannt war. Haben da diejenigen, die in der Verantwortung stehen, ihre Hausaufgaben gemacht? Sie haben ja Herrn Klose gehört. Also der Teil, der sich mit Betten, mit Geräten darstellen lässt, ist gemacht. Da gibt es Betten, da gibt es Geräte, die in Reserve sind, aber die müssen bedient werden. Und wenn die Infektionszahlen jetzt sich exponentiell wieder erhöhen sollten, wenn auch Personal auf Intensivstationen also zunehmend auch selber noch erkrankt, also dann stoßen wir ziemlich schnell an die Grenzen, weil wir haben, auch das haben Sie in dem Vorspann gehört, wir haben zu wenig Personal. Mhm. Hätte man da nachsteuern können in den Ferien? Sind da Medizinstudenten gekommen, um zu helfen? Also in den Ferien war die Situation entspannt. Man hätte sozusagen sich weiter natürlich kümmern können, noch um die Reserven, was zum Teil passiert ist, zum Teil auch eher nicht. Aber sozusagen, also wir müssen in eine Situation kommen, in der wir mehr Pflegepersonal auf Dauer auch bekommen. Aber das ist ja ganz schwierig. Glauben Sie, dass da momentan die richtigen Zeichen gesetzt werden? Wenn man schon Geld in Geräte investiert, investiert man dann auch dieses Geld in die Menschen? Es ist zu wenig Geld in Personal investiert worden. Wir erleben es jetzt gerade wie in der Tarifrunde des TVED, dass diejenigen, die Anfang des Jahres beklatscht wurden, jetzt abgespeist werden mit Nullrunden, 1% an Angeboten, 3-jährigen Laufzeiten. Für den öffentlichen Dienst, ja. Ja, aber das sind ja die meisten Krankenhäuser, sind öffentliche Krankenhäuser. Mhm. Und also insofern glaube ich, wäre es gut gewesen, die Sommerzeit zu nutzen, um die Arbeitsbedingungen nachhaltig zu verbessern, weil gute Arbeitsbedingungen im Krankenhaus, gute Arbeitsbedingungen auf Intensivstationen führen auch dazu, dass sich mehr Kollegen wieder aus Teilzeit, aus vielleicht auch einer anderen Berufswahl wieder zurückbewegen ins Krankenhaus. Und diese Hausaufgaben sind nicht gemacht worden? Ja. Das ist kein schöner Ausblick. Wir bleiben dran an dem Thema und werden schauen, wie sich das weiterentwickelt. Dankeschön für das Gespräch. Danke. Ja, in dieser Lage werden auch die Regeln wieder verschärft. Je nachdem, in welcher Stadt man unterwegs ist, muss man auch auf belebten Straßen wieder Masken tragen. Bei den teils sehr unterschiedlichen Regeln, je nach Region, da kann einem schon schwindelig werden. Generell kann man aber sagen, je weniger Menschen sich treffen im Moment, desto besser ist es. Und da klingt es absurd, dass ausgerechnet jetzt Clubs wieder öffnen dürfen. Aber auch sie werden nur einen Bruchteil der Gäste aufnehmen können. Hier gehen bald wieder die Lichter an. Am Montag dürfen die hessischen Diskotheken wieder öffnen. Doch im Club Grauzone in Kassel wird's noch ein paar Tage länger dauern. Denn Christian Gerhardt und sein Team haben noch zu werkeln. Gemäß den Corona-Vorschriften müssen sie ihr Konzept ändern, von Club in Barbetrieb. Auch eine neue Lüftungsanlage muss rein. Dazu gibt's Hygieneregeln, Kontaktverfolgung und Tanzverbot. Und das bedeutet, dass unser eigentlicher Wunsch, unser eigentliches Konzept nicht durchzusetzen ist, was sehr schade ist. Aber wir können ja jetzt die Lage nicht ändern, sondern wir müssen uns an die Regeln halten und hoffen, dass wir alle gemeinsam da schnell rauskommen. Statt 200 Gästen dürfen da nur etwa 50 in die Grauzone. Immerhin, doch eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Christian Gerhardt. Er gründet jetzt einen Verein, um der Kasseler Club- und Eventkultur in der Corona-Zeit eine Stimme zu geben. Wie können wir Möglichkeiten schaffen, um unser Überleben selber zu erwirtschaften? Dafür treten wir jetzt gerade mit diversen Politikern, Kulturamt in Verbindung. Das war schon mal der erste Schritt, um diese Diskussion überhaupt erstmal ins Rollen zu bringen. Zufriedener dürften die Hotels in Hessen sein. Das umstrittene Beherbergungsverbot soll abgeschafft werden, hieß es heute aus der Staatskanzlei. Zuvor war die Regelung bereits in mehreren Bundesländern gekippt oder gestrichen worden. Den Hoteliers sei damit ein Stein vom Herzen gefallen, erzählt Robert Mangold vom Hotel- und Gaststättenverband. Diese eine Woche, die wir hier in Hessen mit diesen Problemen, wie auch die Kollegen im Bund hatten, das hat zu Verwirrung, zu Verängstigung und natürlich zu großen Umsatzverlusten geführt. Und dass das jetzt endlich vom Tisch ist, ist natürlich sehr erleichternd. Neben den Lockerungen ziehen einige Kreise und Städte jedoch die Corona-Zügel straffer.
Das Rhein-Main-Gebiet mit dem Rheingau-Taunus-Kreis, Wiesbaden, Hochtaunus-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Kreis Groß-Gerau, Frankfurt, Offenbach, Stadt und Kreis, Darmstadt und Main-Kinzig-Kreis macht dabei jetzt gemeinsame Sache. Etwa eine generelle Maskenpflicht in Schulen ab Klasse 5 bis Ende Oktober sowie bei hoher Inzidenz eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr und verschärfte Besuchsregeln in Alten- und Pflegeheimen. Für das restliche Hessen bleibt's erst einmal bei den bestehenden Vorschriften. Doch schon am Montag tagt das Corona-Kabinett erneut und will dann das umsetzen, was diese Woche mit der Bundeskanzlerin beschlossen wurde. Und hier kommt noch eine Corona-Regelung, die betrifft die Krankenhäuser in Darmstadt. Mehr dazu gibt's jetzt in den Nachrichten mit dir, Roland. Ab Montag gilt erneut ein Besuchsverbot in allen drei Darmstädter Krankenhäusern. Das Klinikum Darmstadt, das Agaplesion-Elisabethen-Stift und das Alice-Hospital haben sich auf diese gemeinsame Regelung verständigt. Hintergrund ist die steigende 7-Tages-Inzidenz. Ausnahmen vom Besuchsverbot gibt es aber auch, zum Beispiel bei Geburten. Offenbach hat mit 110,5 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen 7 Tagen den höchsten Inzidenzwert in Hessen. Ab Montag reagiert die Stadt mit weiteren Beschränkungen. Im Freien dürfen sich dann maximal 3 Personen oder die Angehörigen von 2 Haushalten treffen. Bei Feiern in gemieteten Räumen oder zu Hause gilt eine Obergrenze von maximal 10 Teilnehmern. Und der Mund-Nasen-Schutz ist jetzt zum Beispiel auch im Auto Pflicht, wenn Mitglieder eines weiteren Hausstandes mitfahren. Die Waffenbörse in Kassel sollte eigentlich bis Sonntag gehen, muss aber schon heute wegen der Corona-Pandemie beendet werden. Das hat der Hessische Verwaltungsgerichtshof entschieden. Die Kasseler Richter haben damit einer Beschwerde der Stadt Kassel stattgegeben. Jeden Tag Stau im Berufsverkehr. Für die Bewohner von Mörlenbach im Odenwald soll das nun endlich anders werden. Eine neue Ortsumgehung soll den Ort von Lärm und Abgasen entlasten. Heute gab es nach jahrelanger Planung und juristischen Auseinandersetzungen den ersten Spatenstich. Tatsächlich bin ich sehr erleichtert. Viele Menschen wollten nicht mehr daran glauben, nach hin und her bei den Planungen dieser Straße. Und jetzt ist der Spatenstich da, das heißt, es wird tatsächlich erlebbar. Und ich glaube, jetzt gibt es keinen mehr daran Zweifel, dass die Straße auch fertiggestellt wird. Auf 3,9 Kilometern soll die B38 an Mörlenbach vorbeigeführt werden. Umweltschützer und Landwirte, die wegen der Corona-Auflagen dem Spatenstich fernbleiben mussten, sehen die Ortsumgehung kritisch, haben eine Klage dagegen, aber vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel verloren. In den nächsten 7 Jahren sollen auch 2 Tunnel und 2 große Brücken entstehen. Weitere Bauabschnitte, zum Beispiel um Fürth, sind noch in Planung. Jeder von uns hat seine Corona-Geschichten. Sie haben vielleicht auch schon vor leeren Klopapierregalen gestanden. Die gibt's ja jetzt auch wieder. Ich vermisse es zum Beispiel, Freunde und Kollegen einfach mal zu umarmen. Solche Geschichten, die gibt's jetzt zusammengefasst in einem Buch. Geschrieben von ganz normalen Leuten und von Schriftstellern. Das Buch heißt Liebende auf Mindestabstand. Gesammelt hat die Geschichten ein Theatermacher. Dieses Buch ist allen, die dabei mitgemacht haben, eine Herzensangelegenheit. Matthias Seider ist 20, studiert Jura. Wenn er schreibt, hilft ihm das, mit allem besser klarzukommen, sagt er. Auch deshalb hat er bei dem Buchprojekt Liebende auf Mindestabstand mitgemacht. Von dem Projekt habe ich vor allem in der Zeitung auch erfahren und dachte mir vor allem, dass das eine sehr gute Idee ist, für die es sich zu schreiben lohnt. Vor allem als Zeitzeuge war es mir wichtig, einen kleinen Stempel zu hinterlassen in dieser Zeit, um einen Einblick für die zu schaffen, die nach uns kommen. Seider schreibt über das, was seine Generation während Corona besonders hart trifft, Beziehungen, die auf Abstand gehen. Ihre Körper vermissen die Wärme des Gegenüber, das erregende Gefühl von aufeinanderreibender Haut. Sie strecken ihre Arme aus und die Fingerkuppen streifen ohne eine Berührung nah aneinander vorbei. Blutende Herzen, Liebende auf Mindestabstand. Liebende auf Mindestabstand, seine Erzählung wird zur Titelgeschichte. Seit Beginn der Pandemie sammelte der Theatermacher Gerd Müller-Droste mit Unterstützung anderer Gedichte und Geschichten über diese außergewöhnliche Zeit. Und dann war die Resonanz so groß, dass wir rund 80 Einsendungen bekamen von Profis, aber auch von Nicht-Profis. Und dann 63 Autoren insgesamt
haben dann mitgemacht oder sind in das Buch eingeflossen, sodass wir dann 216-seitiges Buch, ich hoffe, kurzweilig und abwechslungsreich daraus entwickeln können. Fast 70 Autorinnen und Autoren erschaffen so gemeinsam ein Buch. Die Schreibgruppe Gelnhäuser Blütenlese hat ein Krimi beigesteuert. Die Frauen schreiben im Team per WhatsApp. Wir konnten uns ja nicht mehr treffen. Und da wir alle in der Gruppe sind, dann dachte ich, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass jeder was dazu beiträgt, dass wir mal eine Gemeinschaftsgeschichte machen. Ja. Inspiriert durch ein Flatterband im Garten entsteht der Klopapiermord. Klopapier, das Schlagwort zu Beginn der Krise. Über fehlendes Klopapier würde auch gewitzelt. Ja, die Franzosen angeblich, die haben sich Kondome besorgt und die Deutschen Klopapier. Also das haben wir auch alles mitbekommen und ausgetauscht und auch darüber sehr gelacht zum Teil. Und daher kam dann auch der Titel zustande, der Klopapiermord. Ein Wort ergibt das andere. Die Frauen schreiben hin und her. Die blutige Hand umklammerte das Innere einer Klopapierrolle. Kein Klopapier umhüllte es mehr, der Daumen der abgetrennten Hand steckte darin, während die anderen blutigen vier Finger außen auflagen. Anton verspürte einen Brechreiz. Ich habe dann selber gestaunt, was da aus dem Kopf kam. Ja, das unvorbereitet, einfach so über WhatsApp erstmal. Es waren manchmal 10 Minuten zwischen diesen einzelnen Passagen und es hat die Geschichte vorangetrieben, weitergetrieben und es war ja auch lustig. Es war ja irgendwie, hatten wir alle den Schalk im Nacken. Lustig sein trotz Corona. Den vier Frauen hat das Schreiben ihres Krimis auch dabei geholfen, etwas besser durch die Krise zu kommen. Sie hoffen, sagen sie, dass ihre Geschichte auch andere zum Schmunzeln bringt und den Corona-Ernst kurz vergessen lässt. Matthias Seider will auch in Zukunft weiterschreiben und ist froh, Teil des besonderen Buchprojekts zu sein. Mit seinen Erfahrungen in der Krise, Liebende auf Mindestabstand. In Frankfurt haben Bauarbeiter einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Nochmal Nachrichten mit Roland. Und zwar handelt es sich um eine kleinere Fliegerbombe. Sie soll noch heute Abend entschärft werden. Rund 6.000 Menschen müssen dafür ihre Wohnung im Gallusviertel verlassen. Die Entschärfung soll um 21 Uhr beginnen und bis 23 Uhr abgeschlossen sein, so die Feuerwehr. An dem tödlichen Autorennen auf der A66 bei Hofheim könnten weitere Sportwagen beteiligt gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft Frankfurt legen entsprechende Bilder und Zeugenaussagen vor. Zwei der Raser sitzen in Untersuchungshaft. Ein dritter wird noch mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Am Samstag war bei dem illegalen Rennen eine unbeteiligte Frau ums Leben gekommen. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben Beschäftigte in Hanau die Arbeit niedergelegt. Zu dem ganztägigen Warnstreik hatte die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Rund 700 Beschäftigte der Stadt Hanau, des Gesundheitswesens, aus handwerklichen Berufen und Auszubildende zogen durch die Stadt zur zentralen Kundgebung am Marktplatz. Am Mittag legte die Arbeitgeberseite ein Angebot für die Beschäftigten vor. 3,5% mehr Lohn und Gehalt in 3 Jahresstufen. Das lehnte die Gewerkschaft Verdi ab. Sie fordert 4,8% mehr Geld, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Und das waren die Nachrichten. Christine ist wieder dran. Dankeschön, Roland. Es ist so wichtig, eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer zu haben. Christina Venator ist Lehrerin mit Leib und Seele. Sie unterrichtet krebskranke Kinder. Sie gibt ihnen sehr viel und bekommt dafür jede Menge zurück. Der Unterricht findet auf der Kinderkrebsstation im Klinikum Kassel statt. Christinas Bruder Stefan hat für uns die Serie Deadline diese Woche gemacht. Und direkt bevor die Station wegen Corona für Besucher gesperrt wurde, hat er seine Schwester bei dieser ganz besonderen Arbeit begleitet. Mein Besuch auf der Kinderonkologie ist etwas Besonderes für mich. Nicht nur wegen der kleinen Patienten, sondern auch wegen ihr. Sie ist Kliniklehrerin und meine Schwester. Ja, du bist hier an einem etwas anderen Ort, was Schule angeht. Wir haben nur 3 Stunden Zeit. Deshalb
geht es gleich zur ersten Patientin, die heute Morgen Unterricht bekommt. Meine Schwester kennt ihre Schülerin schon lange, weil das Mädchen bereits viel Zeit auf der Station verbracht hat. Oh, du isst viel. Oh, das mache ich auch, Lina. Ich bin Lina Kraft. Ich bin 12 Jahre alt und habe Leukämie, also Blutkrebs. Heute wird Mathe gepaukt. Also Multiplikation, das heißt, wir multiplizieren einfach den Zähler mit dem Zähler und den Nenner mit dem Nenner. Lina lernt gern bei meiner Schwester, auch wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Aber das Leben geht weiter, auch das Schulleben. Für Außenstehende mag das vielleicht etwas herzlos klingen, doch besonders an diesem Ort gilt der Satz, wer lernt, lernt fürs Leben, egal wie lange es noch dauern mag. Unterricht ist, glaube ich, gerade für die Kinder auf der Kinderonkologie deshalb wichtig, weil sie ja über Wochen, Monate nicht in ihre Schule können. Und damit einfach der Rückstand der Lerninhalte nicht so groß wird. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, dass die Kinder das Gefühl der Normalität weiterhin behalten und dass sie das Gefühl haben, dass sie eine Zukunft haben. Zukunft haben. Für die Kinder und ihre Eltern ist Zukunft das wertvollste Gut. Auch und gerade weil Zukunft hier etwas Vages, etwas sehr Zerbrechliches, Bedrohtes ist. Natürlich ist es immer schlimm, finde ich, wenn Kinder sterben, einfach zu früh aus dem Leben gerissen werden. Aber auch da, das ist einfach ein Teil, der dazugehört. Und was ja faszinierend ist, dass die Kinder das einem letztendlich so leicht machen. Also die dann trotz allem, obwohl sie wissen, dass ihre Zeit sehr begrenzt ist, einen das nicht so spüren lassen. Ja, sondern immer noch trösten und ja, eigentlich ganz guter Dinge sind. Und viele Kinder hier können guter Dinge sein, haben die Hoffnung, den Krebs zu besiegen und am Leben zu bleiben. Und wie an jeder guten Schule lernen die Schüler spielend, was ihr Leben ausmacht, was es lebenswert macht. Kickern als Unterrichtsfach. Ich selber bin eine leidenschaftliche Spielerin. Das heißt, es kommt mir sehr zugute, dass die Kids in der Regel auch Lust haben zu spielen. Spielen heißt hier lernen, dass man nicht allein ist, dass man gemeinsam stark ist, dass man den Krebs besiegen kann. Was die Arbeit meiner Schwester ausmacht? Erfolgserlebnisse. Juhu! Lina steht am Ende eines Todeskampfes, den sie, so wie es aussieht, gewinnen wird, erzählt mir ihre Mutter. Anfang des Jahres war es kritisch und haben die Ärzte uns auch ganz klar gesagt, wir müssen die nächsten Tage beobachten, wie es ist und wie sie sich macht. Und da sah es eigentlich, also dass Lina lebt, ist gerade ein Wunder. Christina hat uns von Anfang an mit offenen Armen entgegengenommen und das hat sie auch immer beibehalten. Und egal, ob Lina jetzt gesagt hat, ich habe keine Lust oder so, sie ist immer wieder reingekommen mit einem Strahlen. Zum Abschluss darf ich noch mit in den überdachten Innenhof. Hier können sich die Kids und ihre Eltern nach Herzenslust austoben. Lina will ein Wettrennen machen gegen meine Schwester und ihre Mutter. Ich darf den Startschuss geben. Auf die Plätze. Fertig und los! Im Vordergrund steht immer mitzuerleben, dass sie trotzdem Spaß daran haben. Und das ist das, was mir eigentlich selber ganz viel Freude bringt. Zu erleben, wie Kinder trotz ihrer schweren Erkrankung nach vorne gucken und diese Zukunftsidee haben. Und sie darin zu bestärken, das gibt mir eigentlich ja, ganz viel. Lina hat sogar mehrere Zukunftsideen. Also, dass ich jetzt auch für immer gesund bleibe auf jeden Fall und dass es nicht wiederkommt, die Krankheit. Und ich und meine Mama, also meine Mama hat mir versprochen, dass wir 2021 eine Hawaii-Reise machen. Und ja, das freue ich mich schon sehr drauf. Auch wenn ich nur 3 Stunden auf der Kasseler Kinderkrebsstation war, so habe ich doch eine Menge gelernt. Von meiner Schwester und vor allem von den Kindern. Denn sie zeigen mit ihrem Mut und ihrer Zuversicht, was es heißt,
sogar angesichts des eigenen Todes, fürs Leben zu lernen. Ja, danke schön, Stefan, für diese Serie diese Woche. Wir haben auch jede Menge gelernt. Jetzt ist uns vielleicht ein bisschen schwer ums Herz. Also kommen wir mal zu einem Thema, was nicht existenziell ist, über das man schmunzeln kann, aber für einige sehr ärgerlich ist. Es geht um das hier. Wer schon mal Vogelkot am Auto hatte, der weiß, wie schwer das ist, wieder runterzukriegen. In Wiesbaden, da gibt es eine echte Plage rund um einen Kinderspielplatz. Ja, und jetzt wird nicht mehr gekleckert, sondern geklotzt. Besser gesagt geknallt, um diese Vögel wieder loszuwerden. Immer wenn es dämmert, kommen sie. Und zwar zu Tausenden. Ihr Lieblingsübernachtungsplatz, die Bäume an diesem Spielplatz. Das wäre ja kein Problem. Wenn nicht, ach du Schei. Man hat es nur flatsch, flatsch, flatsch machen gehört. Und das Auto sah richtig vollgekackt aus. Und ja, dann muss man direkt in die Waschanlage, sonst geht ja der Lack kaputt. Die Stadt hat schon viel versucht im Kampf gegen die Vögel und ihren Dreck. Die Bäume zurückgeschnitten, Ballons mit Raubvogelaugen aufgehängt, sogar Lautsprecher, aus denen Raubvogelstimmen erklingen. Den Stachen ist das offenbar alles scheißegal. Aber jetzt kommen die schwereren Geschütze. Sprengmeister René Kraus bereitet alles vor. Wir machen halt einfach Lärm, also Knaller auf dem Boden erstmal, um natürlich halt auch die anfliegenden Vögel nicht zu beschädigen, wenn man es mal so sagen darf, ne, dass die nicht verletzt werden. Und einfach nur durch die Frequenz, durch den Druck dann halt zu vertreiben, dass sie Angst kriegen und sich dann halt ein anderes Plätzchen suchen. Auch der Vogelschutzbeauftragte ist dabei. Ich habe es am Anfang unterschätzt, dachte, die Leute würden sich mit Unrecht beschweren und bin dann hier hingefahren schon vor einem Jahr und habe festgestellt, dass die Kotverschmutzung schon ganz extrem ist. Um kurz vor sieben ist es soweit. Die Vögel kommen und die Show beginnt. Nach 20 Minuten Knallerei scheinen die Bäume leer zu sein. Obwohl, da kommen doch schon wieder welche, oder? Wir sind eben noch mal auf den Spielplatz gegangen und haben so alle 10 Meter einen Knaller losgehen lassen. Und da gab es schon die ersten, die nur so 2 Meter hochgeflogen sind und sich gerade wieder gesetzt haben. Also die ersten haben jetzt schon gelernt, es knallt zwar, aber uns passiert nichts. Tja, ganz schön schlau, die Vögel. In den nächsten Tagen soll noch mal geböllert werden. Trotzdem. Tja, Geschichten, die das Leben schreibt. Roland. Wann sehen wir dich? Wir kommen wieder mit Nachrichten um 21.45 Uhr. Pardon. Die Starre haben mich durcheinander gebracht. Ja, das war irgendwie lustig. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Bis später.